Das war mal cooles Arbeitsutensil hier. So ein Jetpack. Was fehlt mir denn noch? Und? Sehr schön. Ich habe das Dach zugemacht. Tada! Juhu! Eine Ender-Query! So, jetzt müssen wir nur eine QED haben, Endermarker und so, du weißt ja, ne? Geht auch mit Zaun. QED ist kacke. Oder? QED. QED? Ja, das geht. Da brauchst du halt auch viele Enderperlen. Aber zu bauen ist eigentlich relativ easy. Ach, dann holen wir uns Beheading. Ja, doch, ich denke, das ist klar. Ich denke, das kannst du auch selber drauf. Machen wir Beheading. Da musst du aber auch diese Dinger für haben, ne? Was? Die Endermarker oder was meinst du? Die Fluxkristalle meinst du? Hm. Ja, brauchen wir nur eigentlich. Du kannst das Rezept nicht per Klick, geht nicht? Welches? Ich kann überhaupt keine Rezepte gerade mehr irgendwie hier in das. Oder? Doch, jetzt geht's. Okay, ich hätte fast alles da, bis auf das. Das und das. Das. So. Möglich sein hier irgendwie eine scheiß Tisch da, okay. Fehlt mir davon einer, okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein ME-System fertig. Das ist schon mal was wert. Hier, da. Was? War schon fertig. Jetzt brauchst du nur diesen Fluxkristall. So, wie heißen diese Dinger überhaupt? Ich meine, hier ist ein Fluxkristall. Dieses QED und diese Dinger. Wie heißt ich guck gerade. Auf jeden Fall heißt das immer mit Crystals. Da ist es doch. Enderflux-Dinger, ja. Ja, sag ich doch. Flux. Sag ich doch. Wie viel brauchen wir denn? Einer reicht für die scheiß Endermarke. Ja, ich kann auch nur noch einen machen. Ich mache mal eine Endermarker nochmal. Ich glaube Obsidian und Enderperlen, ne? Ja. Drei Stück braucht man ja. Ja. Marker! Da brauchst du dann diese Dinger. Ender Infused Obsidian brauchst du. Das heißt, wir brauchen sechs Ender Infused Obsidian brauchen wir. Und drei Enderperlen. Hier. Das könnte jetzt schon eng werden. Ne, Enderperlen haben wir noch. Passt. Reicht gerade so eben. Dann hast du alles. Ja. Ja, Mensch, Alter, wenn wir da jetzt nicht was geschafft haben, haben wir auf die Schnelle eben eine Enderquery gebaut. Richtig. Eine Enderquery plus Endermarker plus QED. Das heißt, Digital Miner, wenn der dann einmal durchgelaufen ist, dann brauchen wir den nicht mehr eigentlich. Oder nur, wenn wir bestimmte Erze haben wollen, können wir den ja benutzen. Genau. Läuft. Es läuft. Sehr schön. Schauen wir mal, ob sie fertig sind, die Dingers. ME-System ist fertig. Schon mal. Also ein Grund erstmal. Das Grund-ME-System. Obwohl die zwei dicken Maschinen haben wir schon davon. Das ist gut. Stimmt. Eisen haben wir jetzt auch ein bisschen hier drin. Ein paar Sticks. War auf jeden Fall ein sehr geiler Tipp, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Einfach nur nach Eisenerze, dass er die Eisenerze abbaut. Ja, stimmt. Da wäre ich echt im Leben nicht drauf gekommen. Achso, was hast du gesagt? Wo kann ich mein Jetpack aufladen? Hier, hinten in der Ecke. Hinten. Hier. Ecke. Habe ich da mal hingebaut. Erstmal. Das Teil. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes gucken wir dann mal, dass wir. Hier ist der Müßkraft drauf, ne? Ja. Dass wir uns eine Age vielleicht bauen. Was hier nicht alles drauf ist. Ja, oder wir nehmen die Aromakraft, ne? Hier ist nicht Müßkraft drauf. Nee? Nein.
Dann nehmen wir halt Aromacraft, dann ist das so. Es gibt kein Mistcraft? Ne. Ist hier nicht bei. Sonst jeder Scheiß drauf. Ja, sonst ist ja jeder Scheiß drauf, aber nicht Mistcraft. Das gibt's auch gar nicht. Ja, dann bleibt uns ja fast nichts anderes außer RF-Tools und Dings. Ne? RF-Tools ist halt nur energieintensiv, das ist das Problem daran. Die wir noch nicht so haben, da hast du recht. Ja. RF-Tools wird wahrscheinlich erst lustig, wenn wir dann wirklich Big Reactor und so haben. Dann wird das vielleicht interessant. Und ach. Aber ich glaube, ich muss das Schafkopf da drüber hängen, das Viech hier. Als nächstes werde ich auch noch einen größeren Energiespeicher bauen hier. Definitiv noch. Schnell gemacht. Ja. Für wir aber Wenn wir eigentlich Energie haben, dann können wir auch Speed-Upgrades reinmachen in die ganze Maschine. richtig. Ich denke mal, als nächstes werden wir gucken, dass wir die Ender-Query irgendwo aufbauen. Und dann Jo. geht es dann auch Richtung, ja, größeres ME-System auf jeden Fall dann noch. Ja, ich hätte gerade noch ein Tesseract Portal rein. wahrscheinlich. Ich werde mich wahrscheinlich dann um die Erzvervierfachung kümmern. Dann wird das auch jetzt dann irgendwann anfangen. Da brauchen wir eine Gasecke, wo ich Gas. Eine Gasecke hört sich auch geil an. Das Eine hört sich falsch an. Gasverarbeitungsecke. Weil da muss man ja einmal das eine Gas benutzen, da muss man noch ein anderes Gas rausmachen und ja. Kommt dann auch noch. Und dann geht die Erzvervierfachung rund hier. Und das dann alles automatisiert, das wird auch ein Akt. Das stimmt wohl. Aber das wird dann, die Automatisierung wird wahrscheinlich in den Keller wandern. Weißt du, was ein bisschen schade ist? Welcher Mod mir hier ganz schön fehlt? Was Der denn? Roguelike Dungeon Mod. Ach so, ja. Aber Dungeons gibt's ja hier, ne? Ja, aber nur so kleine Dinger da, so. Dachte ja Ja. so an. Ja, Roguelike Dungeon, da könnte man nämlich Soul Shards machen, da könnte man sich damit die Mob-Farm machen, weißt Gibt's hier Das Soul wäre Shard? Ist hier cool. drauf? Ist Glaube, hier drauf, ne? der Mob? Soul Cages, ja, gibt's. Aber es ist halt schwierig, den voll zu kriegen, den Shard, wenn du keine richtigen Spawner überall hast, wirklich. Twilight Forest. Ja, da musst du aber wirklich die Lynch Tower abfarmen, ne? Siehst du, ich könnte mich ja mal um die Dings kümmern, die Portale, die es so gibt. Ja, zum Beispiel. Ja, die Überlegen Dingen gerade, ob schreibt ich gerade das. hier auch, Mistcraft ist nicht drauf, weil das den Server extrem zum Laggen bringt. Deswegen haben die das da nicht drauf gemacht. Das stimmt auch. Mistcraft ist extrem Server fordernd. Aber es ist RF Tools, ja wohl RF Tools nicht unbedingt. Weil RF Tools, glaube ich, sobald du die Welt nicht im Dingens hast, also im. In da, in diesem Dimension-Ding da, dann lädt er die, glaube ich, auch nicht. Könnte auf jeden Fall so sein. Das weiß ich jetzt aber nicht. Myskov lädt er die ja trotzdem. Ah, werden wir schon. Wir geben genug Mods, wo man noch andere, wo man die Ender-Query also ausbeuten kann, die Welten. Gibt's hier genug. Los hier. So. Die So. Randale da draußen. Herrlich, ey. Ah, sitzt sie fertig? Sitzt sie fertig? Sitzt sie Ja, fertig? Hey. sind sie. Warte, Hey. hier, guck. Da, da sind sie. Oh. Aber wir brauchen vier, oder? Nein, du brauchst drei. Okay. Oh. Ach, das Heile. Die ist irgendwie ein bisschen zu schnell.
Ganz genau anvisieren. Guck mal, wie schnell die ist. Warte. Obwohl, das ging jetzt eigentlich, so schnell war die gar nicht. Stimmt. Bei Erde ist sie relativ schnell. Ja, Dach habe ich auch zugemacht. Auch schön. Hast du? Ja, ja, ich habe hier Cover dran gemacht. An den Kabel. Ich wollte auch was gucken, siehst du? Oh. Ach, Drakonik gibt es ja hier auch. Ja. Aber noch nichts gefunden, ne? Doch, ein bisschen war das im ME-System schon. Echt? 64, ja. Ein Stack genau. Ist oh, da. Das ist ja... Draconic könnten wir natürlich. Was denn, die Spawner machen oder was? Zum Beispiel. Weil die Dollys gibt's auch hier. Du brauchst ja nur die Souls dafür. Du brauchst nur das Schwert. Kann zwar was dauern, bis man das hat, aber. Theoretisch. Und weißt, du weißt ja, was der, dieser Stufe 2 Spawner abgeht von denen. Ja. Aber erinnerst du dich noch an die Soul Shard Spawner? Ja, ja. Nee, das ist richtig. Der war einmal gut, ja. Kurz vergessen auszumachen. Der war Server gut, ja. Lecken. Der Beste war ja, wo die dann durchgebrochen sind, weil einer explodiert ist bei Horizon. Ja. Das war lustig. Wo dann das Glas kaputt gegangen ist. Ah, war lustig, ja. Aber hast schon recht, Soul Shard ist natürlich, dauert ewig. Wenn jetzt keinen... Wenn du nichts hast, wo du wirklich Spawner abfarmen kannst. Ja, leider. Und das kostet nicht mehr Energie, diese Dinger. Das ist das ja. Schöne. Ne? Ja, stimmt. Problem ist jetzt natürlich, wir sind ziemlich weit in der Welt schon rumgeflogen. Auch wenn ich den Mod jetzt drauf machen würde noch. Naja, so weit sind wir auch nicht. Also ich. Ich muss mal gucken. So vielleicht krieg ich den noch drauf. Mal schauen. Vielleicht krieg ich den ehrlich noch drauf. Mal gucken. Ja, Roguelike Dungeon ist eigentlich problemlos mit allen anderen Mods. Ich weiß nicht warum, aber der geht überall. Der geht immer. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht krieg ich den. Vielleicht mach ich den, krieg ich den noch drauf, ja. Kalendrit. Brauch einen Bogen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Ender Kirby. Ist schon mal was wert. Los. Ja. Wo sind denn die Tinkers? Das sind Tinkersbogen. Geht noch so coole Bögen. Was waren das? Thermal Foundation oder so war das, ne? Ja. Ich will mal überlegen. Ne, die Enderquelle, die brauchen wir jetzt nicht noch auf. Invar. Hatten wir, glaube ich. Obwohl, der dauert jetzt nicht ewig lang, aber trotzdem. Wurde natürlich bei weitem schneller als wie der, ne? Baue ich die jetzt noch auf? Baue ich die nicht auf? Wo kriege ich denn Endium her? Raw Endium. Diamantohr im Enderfurnace. Yeah. Ender. Hm. Ach scheiße, wir haben bestimmt keine Enderperlen mehr, ne? Aber wir haben auch keinen Endstone. Ich glaube zwei oder so haben wir noch. Aber wir haben auch keinen Endstone, das ist das Problem. Doof. Dachte, ich könnte jetzt einen lustigen Bogen machen. Aber... Crystal Bow. Shiny haben wir auch nicht, ne? Hm? Shiny haben wir auch nicht, ne? Oder Platinum hm. Oder so? Ich glaube noch nicht. Oder ich guck gleich mal. Platinum oder Shiny, ne? Ich glaube nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so nach aus. Ja, nope. Aber das ist hier wieder so ein Modpick, wo du Ewigkeiten brauchst.
bis du das gefunden hast. Was hast du denn? Ich baue eine Ender Query auf. So. Quailcraft, hi, willkommen im Stream. Einen sehr guten PC. Naja, er geht. Er geht. Unten lesen. Habe ich unten reingeschrieben, unter Hardware findest du dann der PC. Der alles hat. Oder also, auch nicht. Wie bin ich denn jetzt bereit? Hey, wie macht man Invar? Nickel, ein Nickel und zwei Eisen. Ich bin jetzt bei 296, war ich. Das kann ich auch im Endersmelting-Ding machen, ne? Ja, 296 mal plus 64 sind 260, ne? Theoretisch. Haben wir Nickel oder 360. Ja. Haben wir. 360. Ja, die baue ich jetzt mal eben auf. Dann haben wir die schon mal stehen. Haben wir schon mal nicht. Hm? Ferris, doch. Muss mal, kommt mal im Digital Miner in die Kisten. Da ist auf jeden Fall Ferris, dann habe ich vorhin gesehen. Hm. So. Ferris habe ich gefunden, ja. 360 ist da, wo ich stehe. Also da. So, den haben wir fertig. Und dann jetzt von 82. Plus 64. 140. 146. Alles klar. Dann gehen wir uns mal in die Richtung. Iron war das, ne? Iron, ja, und zwei Eisen Iron und ein Ferris. Genau, ja. 146. Muss ja sagen, im Stream ist das ganz schön dunkel. Wer was? Gerade, wo ich gerade hier am Buddeln bin. Buddel nicht. Ich will aber die Enderquelle schon aufbauen. Weil die kann dann schön mit dem Shunkloader laufen, die ganze Zeit. Weißt du? Egal, ich habe Eisen gefunden. Ich habe Eisen gefunden, ja. Bauen uns jetzt noch ein Bogen. Okay. Wenn ich den das noch hinkriege. So zeittechnisch. Ach, bestimmt. So. Eigentlich müsste das jetzt fertig sein. Brauchte man die drei oder die anderen drei? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Im AT-Launcher kann man den zufügen, okay. Was? Welchen war das? Da stehen jetzt ein paar Dinge. Den Rooklight Dungeon, ja, kannst du genauso wie bei Vize Beast geht das mittlerweile. Hast du das schon mitbekommen? Den neuen Launcher, ne? Der schreibt gerade, am besten ist der vom Mechanism, wenn man uns einen Bogen bauen will. Guck an, mit der Smeltery kann man Endstone herstellen. Nee. Ach so, ja, klar. In der Tinkers Construct Smeltery kann man die herstellen. Ja. Natürlich. Da brauchst du doch nur Enderflüssigkeit und auf Obsidian kippen. Dann machst welchen du Dings muss ich das jetzt machen? In der Alloy Smelte kann ich das ja machen, ne? Ja. Scheiße.